In dem Städtchen Livermore in Kalifornien bei San Francisco gibt es eine Weltattraktion. Die älteste brennende Glühlampe der Welt. Sie brennt und brennt und brennt seit 110 Jahren und 4 Monaten. Inzwischen steht sie sogar im Guinness-Buch der Rekorde und kann ständig über eine Webcam bestaunt werden. So wie hier hinter mir. Das ist jetzt das Live-Bild der Glühbirne, das ewige Licht. Die Kameras sind schon öfter kaputt gegangen, aber die Lampe, die hält durch, im Gegensatz zu modernen Geräten. Dass diese so schnell ihren Geist aufgeben, hat System. Matthias Dachtler und Christian Stücken. Elektroschrott. Jeden Tag landen tausende Geräte auf dem Müll. Viele davon gehen viel zu früh kaputt. Dahinter steckt Methode. Sie werden mit Absicht so gebaut. Das ist nicht nur bei Computern und Handys so. Technikfreak Markus Weyer hat das bei vielen Elektrogeräten entdeckt. Und auch in Autos sind ihm versteckte Schwachstellen aufgefallen. Meine Mutter hatte einen Fiat Punto 2 und da war eben beim Lenken, bei Volleinschlag ist die Servolenkung immer ausgefallen. Und danach habe ich dann einfach das Suchen angefangen, woran es liegen kann und bin dann fündig geworden. Markus Weyer zeigt uns an einem baugleichen Auto, was er gefunden hat. Das Problem ist eine kleine Platine in der Steuerung der Servolenkung. Wenn diese Platine ausfällt, lässt sich das Auto nicht mehr sicher steuern. So. Bei vielen Fiat Punto 188 wurde diese Platine extrem schlecht verlötet. Markus Weyer hat im Internet unzählige Fälle entdeckt. Der Punkt ist einfach, man hätte da nicht so pfuschen müssen. Das ist irgendwo gebaut, dass es kaputt geht. Und das darf halt nicht sein, dass also ich was produziere, das so schlecht produziert ist, dass ich weiß, dass es kaputt gehen muss. Schlampige Montage oder eine bewusst eingebaute Schwachstelle, wie Markus Weyer dem Hersteller vorwirft? Wir konfrontieren Fiat. Das Unternehmen wiegelt ab. Selbstverständlich gibt es bei uns und bei unseren Lieferanten, welche unter anderem die Bauteile für die Servolenkung im Fiat Punto 188 hergestellt haben, keinerlei Obsoleszenz. Obsoleszenz. Lateinisch für die künstliche Veralterung eines Produkts. Gebaut, um kaputt zu gehen. Keine Verschwörungstheorie, sondern Realität, sagt Wirtschaftsprofessor Frank-Martin Belz. Und das kann verschiedene Formen annehmen. Die eine wäre, dass man technisch die Produkte veraltern lässt. Also bereits nach kurzer Zeit, nach 1-2 Jahren, dass die Produkte einfach kaputt gehen. Auf diese Idee kommen die Glühbirnenhersteller bereits in den 20er Jahren. 1925 brennt eine Standardglühbirne 2500 Stunden. Ab 1940 sind es gerade noch 1000. In seiner Wohnung im mittelfränkischen Weisendorf hat Markus Weyer noch mehr Beispiele auf Lager. Besonders krass der Apple iMac G5. Diese Kondensatoren sind sehr anfällig für Temperaturen. Sie sind nur für 85 Grad gebaut als Dauerbelastung. Und die sind halt hier genau neben dem Prozessor. Und der wird halt wesentlich wärmer. Der strahlt eine wesentlich höhere Wärme ab wie diese 85 Grad. Und auf Dauer bläht diese Kondensatoren auf. Sie platzen letztendlich. Dabei hätte es auch andere gegeben, und zwar Kondensatoren, die 105 Grad aushalten. Die platzen nicht. Markus Weyer hat das probiert. Pro Rechner kosten die besseren Kondensatoren nur ein paar Cent mehr. Die Lebensdauer dagegen erhöht sich um Jahre. Das ist Absicht. Ein Ingenieur weiß es von Berufswegen. Also er weiß ganz genau, dass diese Bauteile mit der Belastung nicht so lange standhalten würden wie ein 105-Grad-Bauteil. Wir konfrontieren Apple damit. Die Antwort? Apple plant keineswegs eine Obsoleszenz seiner Produkte. Aber auch wir Konsumenten machen beim Wegwerfwahn gerne mit. Wir haben uns einreden lassen, dass Altes schlecht und Neues gut ist. Wirtschaftswissenschaftler nennen das psychische Obsoleszenz. Inzwischen gibt es Generationen, die Smartphones zum Beispiel, die einfach mehr können und die man haben möchte. Und das ist die psychologische Veralterung, dass man auch immer das neueste Gimmick, das neueste Handy eben haben möchte, um im Kreis der Freunde und Familie eben auch anzukommen. Mittlerweile kaufen wir Deutsche uns im Schnitt alle 2 Jahre ein neues Handy und alle 6 Jahre einen neuen Fernseher. Die alten Geräte wandern immer schneller auf den Müll, obwohl sie noch funktionieren.
Gehen die Sachen noch, die du wegschmeißt, oder sind die alle kaputt? Nein, die funktionieren eigentlich noch alle. Und wieso schmeißt du sie weg? So, weil ich inzwischen neue Sachen habe. Ja, ich sag mal so, wenn beim Aldi und beim Discountermärkten diese Schnäppchen, sag ich jetzt einmal, zu haben sind, dann kann man darauf warten, ein, zwei Wochen später kommen die Leute mit ihren ausgedienteren Materialien. Markus Weyer wehrt sich gegen diesen Konsumzwang. Er schreibt kostenlose Reparaturanleitungen im Internet und will auch andere davon überzeugen, dass sich das lohnt. Denn es geht nicht nur ums Sparen, sondern um unsere Zukunft. Es ist auch ressourcensparender oder ressourcenschonender, weil wenn wir so weitermachen mit dieser Wegwerfgesellschaft, dann, ja, dann landet auch der Planet auf dem Müll. Tja, Kompliment.